Herzlich willkommen auf der Bike Expo in München. Wir schauen uns heute die Neuigkeiten auf der Messe an. Was ist das im Einzelnen? Es wird heute sein der Bereich der Ergonomie, der Fahrradfunktionsbekleidung und der Technik und hier insbesondere der große Bereich der Elektroräder. Automatikschaltung beim Elektrorad ist was ganz Neues, ganz Spezielles. Was hat die Firma TransX getan, um das zu verwirklichen? Wie funktioniert das Ganze? Ja, du hast recht, wir haben jetzt wirklich eins der ersten vollautomatischen Fahrräder vor uns. Wir haben jetzt hier zum Beispiel beispielsweise das TransX PST Eagle Modell ausgestattet mit der brandneuen AGT-Technologie. AGT bedeutet Automatic Gear Transmission. Das heißt, wir haben zum Beispiel da unten diese automatische Schalteinheit bestehend aus ECU, Electronic Control Unit, und einer mechanischen Schalteinheit. Das heißt, das regelt sozusagen alles, bekommt die ganzen Sensormessdaten zusammen und regelt dann diese automatischen Schaltvorgänge. Und wie wirkt sich das dann aus? Also wenn ich den Berg hinauffahre, aufgrund des Neigungssensors erkennt ihr, aha, jetzt braucht er sozusagen kleinere Berggänge und schaltet entsprechend dann zurück. Und wenn ich bergunterfahre, dann habe ich sozusagen, merkt er, aha, jetzt aufgrund des Neigungssensors, jetzt geht es bergab. Hier muss ich sozusagen einen größeren Gang, wieder eine bessere Entfaltung dann zur Verfügung stellen und dann habe ich den entsprechenden Gang. So, wir sind jetzt hier vor unserem neuen Produkt, und zwar den Ergotec Scanner. Der Scanner ist eigentlich ein Werkzeug für den Händler und soll dazu dienen, den Kunde richtig zu vermessen. Und die Daten, die man hier ermittelt, kann man dann 1:1 aufs Fahrrad übertragen, sodass man also nicht am Fahrrad dann rumexperimentieren muss, welcher Vorbau dann passt. Und den Kunde, der fährt dann erstmal ein Stück, sondern man kann das wirklich hier 1:1 abtragen. Man sieht, wie das nachher eingestellt werden muss oder in welcher Position das Rad stehen sollte. Und der Händler kann das dann 1:1 ummützen auf das Fahrrad. Den richtigen Sattel zu finden, ist für viele Radfahrer eine sehr langwierige Aufgabe. Wir von Escolab haben dazu einen elektronischen Sitzknochenvermessungshocker entwickelt, den wir jetzt mal eben vorführen. Setz dich doch mal bitte auf den Hocker. Wir scannen also jetzt hier die Sitzknochen. Ich starte dazu mal eben die Software. Der Scanner nimmt jetzt genau die Druckpunkte auf und übermittelt diese an die Software. Dann schauen wir mal, was die Software uns hier errechnet für einen perfekten Sattel. Das ist der 610 in 14 cm. Keine Probleme, brauche ich kein Active-Konzept. Das wäre der optimale Sattel. Zu den Highlights bei Gonzo für den Sommer 2012 haben wir hier bei den Trikots eine neue Silberausrüstung am Start. Bei den Hosen gehen wir einen ganz neuen Weg. Wir bieten hier ein neues Größensortiment an. Wir berücksichtigen die Kurzgrößen sowohl bei den Herren als auch bei den Damen. Und das sind die Highlights für Sommer 2012. Ja, hallo, wir präsentieren hier auf der Bike Expo in München das neue Bordeaux Big. Das Bordeaux Big reiht sich in die bisherige erfolgreiche Bordeaux-Familie ein. Und das Neue an dem Schloss ist, wir haben es dieses Jahr in einer Länge von 1,20 Meter auf den Markt gebracht. Bisher gab es das Bordeaux in verschiedenen Varianten bis zur maximalen Länge von 90 cm. Mit der Länge von 1,20 Meter, man sieht das hier sehr schön, wo das Schloss aufgefaltet ist, habe ich wirklich eine enorme Länge, um das Rad anzuschließen, mehrere Räder aneinander zu schließen oder das Rad, um einen Laternenpfahl anzuschließen. Denn man sollte Räder immer anschließen und nicht nur abschließen. Mein Name ist Sigald Boninger und ich bin stolz und geehrt, Schirmherr der Aktion School Bike sein zu dürfen. Ich finde es großartig und unterstützenswert, dass das Fahrradfahren an den Mittelstufen vom Radclub Deutschland gefördert wird. Da bin ich dabei. Viel Spaß beim Radeln.